Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super. Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen unterhalb des Videos, wie auch Weiterempfehlungen im Twitter-Account und natürlich ein paar kleine Videos. Kommen wir aber zum Tagesthema. Das Tagesthema ist der Verlust beim Stehen aus einer Batterie. Ja, die Lithiumbatterien, verlieren sie wirklich Energie an sich? Hauptsächlich über Verbraucher oder ja, Spannungen, die, also Energie, die abgezogen wird, während das Fahrzeug steht. Normalerweise Lithiumbatterien sind relativ lange, halten lange die Kapazität, die sie geladen bekommen haben. Das kann man eben sehen, wenn man sich einen Akku nimmt und diesen Akku geladen hat und man ihn dann rumliegen lässt. Dann sieht man das auch nach 2 Monaten oder sowas, man weiterhin damit arbeiten kann. Gerade bei den kleinen Handakkuschraubern hat man das aber ab und zu, dass die leer sind, wenn man sie dann nutzen will. Da als Tipp, nehmt den Akku raus, legt ihn daneben, weil auch diese kleinen Maschinen ist teilweise nicht hundertprozentig alle Stromversorgung, also alle Stromentnahme abgeschaltet. Da hat irgendjemand eine Prüfung, ob da noch Restenergie drin ist oder irgendwas und das zieht immer noch Strom. Deswegen, wenn man so einen Akku hat und diese herausklicken kann, dann klickt man ihn raus, stellt ihn daneben, dann sind die Maschinen auch länger noch betriebsbereit. Wobei ich meine Maschinen, die ich habe, da ist der Akku drin und die können 1, 2 Monate, 3 Monate, ohne dass ich auch nur den Akku laden muss. Aber jetzt zum Thema, nämlich zum Thema von den Autobatterien. Und da speziell bei Tesla war ja damals das Problem, dass die Tesla am Anfang relativ viel Energie verloren haben. Da gab das so einen Test, einen Redakteur, der so ein Fahrzeugtest gefahren hat. Wobei, da bin ich mir immer nicht so hundertprozentig sicher, ob das alles denn so stimmt, was da erzählt wurde. Der sagte, 7-8% der Akkukapazität ging am Tag heraus. Das ist schon extrem viel. Ich weiß, dass bei meinem alten Tesla Model 75, da hatte ich so um die 6, 7 Kilometer, das sind ungefähr 2% gewesen, die ich da so an Verlusten gehabt habe mit dem Fahrzeug am Tag. Allerdings muss man dann auch eben sehen, was man alles anhat. Wenn man jetzt durchgehend Kontakt zum Auto aufnimmt, verbraucht er natürlich viel mehr. Mittlerweile ist es so, dass man bei dem Model 3, der Bjørn Nyland, das ist ein YouTuber aus Norwegen, also wer den noch nicht gesehen hat, macht ganz interessante Berichte, hat zig verschiedene Autos auf Reichweiten getestet und so weiter, ist auf Englisch das, was er dort berichtet, aber er spricht an sich nicht so schnell, das heißt, man kann das ganz gut folgen. Auf jeden Fall hat er sein Model 3, hat er 14 Tage stehen lassen und hat geguckt, was er verloren hat und ist auf 2,8% der Akkukapazität gekommen. Das ist natürlich super wenig. Ich habe bei meinem Fahrzeug, mein Raven, habe ich das noch nicht ausprobiert, auf was ich komme. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie man die Einstellungen immer macht, da ich das Auto immer bewege und immer mal wieder lade, kommt das mir nicht so darauf an und ich habe da nicht so drauf geachtet. Aber auch das werde ich mal prüfen, mal gucken, wie das ist. Ich werde höchstwahrscheinlich das auf Kilometer umstellen, weil das mit den Prozenten ist natürlich, man hat 100 Schritte da nur, da kann man das relativ ungenau dann feststellen. Wenn man dann auf Kilometer umstellt, dann kriegt man eben die Reichweite, gerechnete Reichweite raus und kann da natürlich genauer machen. Ja, grundsätzlich gesehen muss man davon ausgehen, dass man Energie verliert. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Fahrzeug längerfristig abstellt, dann sollte man zumindest an einer Steckdose das ab und zu puffern. Es muss kein Schnelllader sein, das muss keine 11 kW sein, das kann eine 2 kW Steckdose sein, worüber man alle paar Tage das Auto einmal kurz ein bisschen lädt.
dann funktioniert das an sich auch und dann kann man das auch längerfristig stehen lassen. Nach der Berechnung jetzt wären das 6% im Monat. Das bedeutet, man könnte den Wagen ohne Probleme ein Jahr lang stehen lassen, ohne dass die Batterie ganz aufgebraucht ist. Ob das wirklich denn nachher der Fall ist, bis zum Ende, das weiß ich natürlich nicht. Ja, und der Porsche Taycan, der soll in diesem Selbstentladungstest eben über 3 Wochen gerade mal 1% verloren haben, was natürlich noch besser ist vom Faktor, aber da weiß man eben, dass bei Tesla die Akkuzellen eben mehr verlieren. Da muss man natürlich davon ausgehen, der Wagen temperiert seine Akkuzellen immer nach, also der macht sein Batteriemanagement selbst und dabei verbraucht er natürlich auch dann Energie. Aber trotzdem 1% über 3 Wochen, das wäre, ist natürlich schon ganz beeindruckend. Nun ist das von 90% auf 89% und kann das sein, dass er beim hohen Satz von 90% drauf geguckt hat und der 89 gerade eben noch zu sehen ist und auf 88 umspringen würde. Aber auch dann wäre es natürlich, wenn man sagt, ja maximal 2% bei dem Taycan, dann kommt man auf 4%. Also er ist auf jeden Fall geringer im Verbrauch. Ja, und das Ganze nennt man Vampire Drain. Ja, wie man da drauf gekommen ist, dass man das Vampire Drain nennt, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mal irgendwann entstanden, dass sozusagen irgendein ein böser Sauger, der den Akku leer saugt. Das soll es gewesen sein über die Tesla-Akkus. Ich denke, dass sie heutzutage alle so gut sind, dass man da keine Sorgen mehr haben muss. Trotzdem, wenn man jetzt das Auto wirklich mal 3-4 Monate stehen lassen will, dann sollte man sich schon überlegen, wie man das Auto stellt, um dann notfalls ein klein bisschen puffern zu können. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.